Bockjagd in Polen. Sie springen wieder. Blattzeit. Jedes Jahr ein Highlight für jeden Rehbockjäger. Der hat aber gebraucht, bis er kam. Jetzt habe ich mir den Hirn abgeblattet. Und das ist ein Bock, der wird dir gefallen. Oder habe ich das YouTube gemacht? Das war tipptopp. Ich bin ehrlich, ich habe daran gezweifelt. Ja, ich nicht. Nee, Spaß. Mega. Erster Ausgang unserer Jagdreise. Mal sehen, ob die Böcke springen. Frank, jetzt geht's los. Ja, schauen wir doch mal, oder? Bockjagd in Polen. Da Luro Mama war an der Trötgans. Zunächst tut sich nichts. Doch dann sehen wir eher zufällig in unserem Rücken eine Bewegung. Sonderlich begeistert scheint der Bock nicht von Franks Fiebkünsten. Aber wir bekommen ein anderes Problem. Jetzt geht es schon los mit dem Regen, ey. Kann keiner sagen, wir würden es nicht probieren, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, leg an. Wir geben alles. Doch irgendwann müssen auch wir einsehen, dass es so keinen Sinn macht. Ja, Freunde. Der Frank und ich, wir sind jetzt in Polen angekommen und wollten uns eigentlich hier ein paar Böcke anblatten. Hat ja auch schon geklappt. Jetzt hat der Petrus da oben aber gesagt, nee, heute nicht.
Wir haben überlegt, wir reden jetzt die ganze Yachtreise Kölsch, weil wir sind mit Österreichern hier und die quatschen ja nur österreichisch. Versteht ja auch kein Mensch. Jetzt haben wir gesagt, gut, dann gleiches Recht für alle. Jetzt quatschen wir die ganze Zeit so, dass die uns auch nicht verstehen. Ja, Frank, was hast du denn vor hier? Tja, wir wollten ja eigentlich schön auf Böcke jagen. Haben uns das wunderbar ausgemalt, ne? Steigen hier aus, fangen an zu blatten, blatten uns direkt Wasser ran. Und dann hat es aber nicht gepasst. Wir wollten einsteigen, weitermachen und jetzt sitzen wir hier, weil Petrus was dagegen hat. Ne? Feierabend erstmal. Ne? Erstmal haben wir Feierabend, Zwangspause. Und jetzt sammeln wir uns erstmal wieder. Ne? Ja, manchmal ist das so. Ne? Was willst du machen? Ne? Ist auch Jagd. Küt wie küt. Ne? Genau so ist es. Wir ziehen das jetzt gnadenlos durch. Das ziehen wir durch. Kölsche Jungs. Ob Bockjagd in Polen. In Polen mit den Österreichern. Mit den Österreichern, ja. Internationale Jagd sozusagen. Ja. Ich habe eben schon mal in den Regen ja da reingeguckt. Und da steht drin, in 20 Minuten, eine halbe Stunde ist es vorbei. Mit jedwiger. Mit jedwiger. So. Ne? Alaf. Bis gleich, bis das Wetter hoffentlich besser ist und dann machen wir hier mal ernst. Glaubt einem auch wieder keiner. Wir stehen hier auf einem blanken Acker. Regen, Sturm. Und trotzdem kommt der so ein Jährling raus. Ist das wieder ein Zeichen, Frank? Ja, das muss ja eins sein, ne? Wir hängen uns wirklich an jeden Strohhalm. Nix schießt in Junkeburg. Das hätten einmal gut gegangen, ne? Herrlich. Ja, der ist entspannt. Ja. Langsam wird der Regen weniger. Und so probieren wir es erneut. So, Regen hat nachgelassen, jetzt kann es losgehen. Oh, ja. Die Sonne. Das ist richtig. Ja. Muss eh runterkommen. Ja, besten Fall. Jetzt will ich mal gerade anfangen. Ein bisschen. Ja, mach mal. Das ist da hinten gerade mit beiden. Es kam mal einer, ne? Ja. Zweijähriger oder sowas. Aber bei dem Wetter ist das so schwer. Jo. Da war der Förster gut geplattet gerade. Mit jedwiger. Als nächstes wollen wir es von der Waldkante ausprobieren. Doch der Bock steht im Feld. Trotzdem probieren wir es nochmal. Vielleicht ist hier noch ein anderer Bock zu Hause. Und wieder werden wir von hinten überrascht. Ein kapitaler Rehbock. Die Böcke springen. Aber zum Schuss keine Chance. Doch kurze Zeit später entdecken wir auf einem Feld einen interessanten Bock mit einer Ricke. Ein Versuch ist's wert. Ist er da? Ja. Hast du keinen Kugelfang? Nein. Okay, muss ich runterkriegen. Kein Kugelfang. Der Bock steht am Horizont. Wir müssen ihn dazu bewegen, auf uns zuzukommen. Thank you.
Ein alter, passender Bock. Aber immer noch kein freies Schussfeld für Frank. Über 10 Minuten verharren wir in dieser Position. Doch der Bock kommt nicht näher. Irgendwann gebe ich das Fiepen auf und hoffe, dass der Bock von alleine in eine passende Richtung zieht. Jetzt muss er schießen. Schieß. Kaputt. Tim, was ist hier los? Was ist hier los, Alter? Ich kann. Guck mal meine Beine, Alter. Leute, was macht ihr mit mir? Boah, war das spannend. Boah, war das spannend. Halleluja. Alter. Ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Ich auch nicht. Und er musste ja immer nur einen Meter in die andere Richtung gehen. Boah. Und dann habe ich irgendwann Warte, ich kann gar nicht. Dann habe ich irgendwann gedacht, okay, jetzt mach einfach mal gar nichts mehr. Ja, ja, genau. Weil irgendwann werden die sich bewegen, weil denen kommt das komisch vor. Und ich war die ganze Zeit nur so, hast du mein Bein gesehen? Ich habe das dann immer wieder so durchgestreckt. Und dann habe ich versucht, meinen Arm zu strecken. Dann habe ich die Griffposition verändert. Boah, meine Güte. Einfach, der hat nur immer gut gegangen, ne? Das ist mein erster Bock hier, ne? Mein Gott, ey, und was jetzt von einem abfällt, ne? Und ich sag dir, der ist richtig alt, der ist auch Hosen geil. Ja, ich hab's auch gesehen. Ja, wir hatten ja Zeit genug, uns ja anzugucken, ne? Siehst du, da reißt doch langsam der Himmel auf. Jetzt geht es. Ja, es kommt langsam. Weißt du, das Allerschlimmste ist ja bei so einer Situation auch, du weißt ja eigentlich, und alle anderen wissen auch, kannst du eigentlich nicht mehr verkacken. Ja, ja, wenn der Druck, weg ist, dann ärgerst du dich. Wächst. Ich bin so happy gerade, dass das so gut gepasst hat. Sauber. Und es ist ein wirklich guter Bock. Ja. Das ist Jagdfieber pur, ey. Das ist Jagdfieber pur. Boah, Leute, das war jetzt wirklich heftig spannend. Wie lange standen wir jetzt hier? 10, 15 Minuten? Boah. Gefühlt. Also gefühlt eine Stunde. Am Ende wären es vielleicht, ja, können schon 10 Minuten gewesen sein. Ja. Es hat ja gar kein Ende mehr genommen. Und er kam ja aufs Blatten und irgendwann wurde es ihm dann zu doll, ne? Ja, dann stand er da am Rand von dem, was ist das hier, Granweizen oder sowas und hat die ganze Zeit an diesem Fuchskraut da geplätzt und an diesen Wegesrandblumen, sage ich es einfach mal. Ich bin gerade noch so nervös, ich krieg's gar nicht zusammen. Wir gehen jetzt erstmal zum Bock. Es fing an zu plätzen und zu machen und zu tun. Es bringt er jetzt alles nichts. Nicht raus. Wir müssen zum Bock. Ja. Wir müssen zum Bock. Hat keinen Sinn. Doll. Wirklich doll. Dann geh ich doch mal gucken. Geh mal vor zu deinem Bock. Yo, Tim. Sauber. Guck dir das an. Ja, das ist doch schon mal. Ja. Ja, Junge. Sehr gut. Da brauchen wir nicht groß diskutieren, nee. Ne? Und war das ein spannender Pirsch, ey. Alter. Sauber. Guter Start. Sauber. Das ist Bohr. Jawohl. Weidmannsheil, Frank. Weidmannsdank. Das war doch passig für uns. Ganz, ja, das stimmt. Und jetzt mal, das ist doch so geil, dass das nach dieser, keine Ahnung, ja, unheilvollem Abend doch noch so geil geklappt hat, oder? Es ging so bescheuert los. Ja. Regen, im Auto sitzen. Herrlich. Top.
der für einen weißen Kopf hat. Ja, ja. Was sagst du von Zähnen her? Also ich würde sagen, dass er 6, 7 ist. Das ist nicht mehr viel. Siehst du ja auch hier, ne? Ja. Das top, ist aber kein, trotzdem noch mega Perlung und alles. Also top. Dass das kein junger Bock ist, das sieht man. Ja, hier vorne sieht es auch. Ist auch nicht mehr viel. Sehr, sehr schön. Schön ausgeprägte Enden. Ja. Perlung ist auch hier auch hinten richtig interessant. Ein braver Bock zum Start. Schöne Dachrosen, super. Hervorragend. Weidmannsheil. Weidmannsdank. So, aber der Abend ist noch nicht vorbei, ne? Der Abend ist nicht vorbei, machen wir nur noch schnell ein Foto, dann geht's weiter, oder? Ja. Machen wir ein Foto. Bock Nummer 1 dieser Polenreise. Nach langer Arbeit. Die Blattzeit ist eröffnet hier für uns. Und wie man das so kennt, wenn es läuft, dann läuft es. Weidmannsheil. Guter Bock, guter Bock. Junge, ey, dass der ja kam auch wieder, ne? Jens, du bist ja nicht dabei, wenn du siehst, ich kann jetzt auch bleiben. Ja. Es geht. Stark. Das ist übrigens der Lokspieleblatter, der ist echt gut. Weidmannsheil. Weidmannsheil. Ich habe gar nicht gedacht, dass der jetzt kommt, weil der ist ja hinten mit der Ricke verschwunden, dachte ich als. Ich auch. Und dann, aber auch das passt wieder, oder? Happy End. Happy End. Mega. Können wir Feierabend machen. Für heute. Ja, aber nur für heute. Nur für heute. Ich würde sagen, wir mal gucken, ne? Ohne Schalli, so. Da ich habe mir, ne? Hab mir so ganz leicht, glaube ich, weil ich so nah am Zielfernrohr dran war, so ganz leicht habe ich mir getitscht. Also da muss ich jetzt aufpassen. Komm, ja. Geh mal gucken. Dann zeig uns doch mal, was da liegt. Da liegt ein recht strammer Bock, Freunde. Würde ich jetzt mal behaupten. Also der hat schon mal ganz gut auf. Sehr gut. Der hat keine Zähne mehr. Nein. Weidmannsheil. Mega. Hinten hat er noch was. 5, würde ich sagen. Top. 5. Vielleicht 6, nicht so alt wie deiner, aber Weidmannsheil, Tim. Guck mal hier nach hinten. Ja, das ist lang. Das ist lang. Rosen auch. Das passt. Für den ersten Abend passt das wunderbar. Jetzt haben wir uns aber ein Kölsch verdient. Zwei brave Sechser. Polnisches Kölsch hier, ne? Ich starte hier meistens mit einem Sechser. Der Jens foppt mich dann ja immer, aber das war eine coole Situation. Ja. Das war gut. Ja, und der Schuss wirklich, also mehr in die Mitte. Moment. Mehr in die Mitte geht nicht. Nee, das stimmt. Ja, wie du sagst, der wäre wirklich weg gewesen. Ne? Und das haben wir heute Abend schon mal erlebt. Ja, wir standen ja hier auf der freien Fläche. Ja. So, ja. Der hat ja keine Deckung. Es war ja ein Wunder, dass der überhaupt gekommen ist. Das ist so. Das war, weil man sagen. Gut. Herrlich. Ey, bei dem Sauwetter, ne? Da ja. Kämpfst du in Deutschland ja noch nicht mal ansatzweise auf die Ideeblatten zu gehen. Nee. Ne? Und so springt trotzdem nicht. Gerade fängt es auch wieder an. Boah, der ist echt nicht. Der ist echt recht dick unten schon, du. Ja, guck mal, hier vorne. Nichts mehr. Das ist gar nichts mehr. Ja, das sah aber dem anderen ähnlich aus. Aber das hinten, war wunderbar. Aber hinten fühlst du, das ist jetzt kein uralter Bock. Ne? Also der wird 5 Jahre wird der sein, ja. Aber nicht älter. Auf keinen Fall älter.
Wie unsere Jagdreise weitergeht, könnt ihr jetzt ansehen auf Hunt on Demand. Jetzt anmelden und kostenlos testen.